Warum kein Beef Kitchen? Wo ist eure alte Küche? Warum holst du nicht Rapper XY? Was ist mit dir und Arafat? Und warum siehst du immer so high aus, Charo? All diese Fragen werden heute in diesem Statement-Video beantwortet, was schon längst überfällig geworden ist. Wir haben hunderte Videos abgedreht mit sehr viel Liebe und sehr viel Leidenschaft. Und wir haben auch nie Kosten oder Mühen gescheut. Wir haben aber auch ein Video gedreht, was dann nochmal unseren ganzen Channel auf den Kopf gestellt hat, Leute. Nach dem Video, nachdem ich das hochgeladen habe, habe ich da wirklich gesehen, wer ist wahrer Freund, wer ist Bruder und wer nicht. Ich sag mal, viele Leute haben darauf nur gewartet, dass ich einen Fehler mache. All diese Freunde, all diese Brüder, der größte Teil, ich würde sagen auch 98%, waren schon mit dem Finger auf den Abzug am Warten, dass ich diesen einen Fehler mache. Das ist mir passiert. Letztendlich bin ich aber auch dankbar, denn in schweren Zeiten trennt sich die Spreu vom Weizen. Spulen wir mal etwas zurück. Wie kam es zu Beef Kitchen? Was war meine Motivation dahinter? Anfang 2019 wurde ich entlassen. So dass ich Mitte 2019 meine ersten Social Media Kanäle angemeldet habe. Es war eigentlich nur Instagram. Und bisher hatte ich keine Berührungspunkte damit gehabt. Was ich da auf Instagram oder in dieser Social Media Welt wahrgenommen habe, habe ich gedacht, das ist doch nicht wirklich deren Ernst. Es waren kaum noch Werte da. Die Kids haben nur noch Drogen, Tilidin, Kokain, Kali, Mali hinterhergeeifert. Materielle Werte waren an oberster Stelle. Brüderlichkeit war nur auf der Zunge und wurde mit den Füßen getreten. Wo ich mir dann wirklich so die Aufgabe gemacht habe, ey, da muss doch irgendwo ein Gegenpol sein. Wo ist da die Rap-Szene? Wo ist da die Hip-Hop-Kultur? Es sind meistens immer diese Szene ist es, wo da so ein bisschen Gleichgewicht reinbringt. Wenn es in der sozialen Schicht oder in der Mittelschicht nicht richtig was läuft. Aber genau diese Szene hat diesen Scheiß gepusht, wo ich mir dann so zur Aufgabe gemacht habe, ich will ein bisschen wieder gewisse Werte reinbringen. Die Werte, mit denen ich groß geworden bin, die ich immer noch tief in mein Herzen trage und die leider immer mehr und mehr so auf der Straße, im Netz verloren gehen. Wie kann ich die Leute erreichen, habe ich mir die Frage gestellt. Und da habe ich mir gedacht, ey, natürlich, das Beste, wie man die erreichen kann, der beste Sprachrohr war immer Hip-Hop. Ich war vorher schon in der Rap-Szene tätig. Von 2007 bis 2012 hatte ich ein erfolgreiches Label gehabt. Eigentlich hatte ich die Schnauze voll damit gehabt. Aber ich habe es mir zur Mission gemacht, diese gewissen Werte wieder in die Gesellschaft reinzutragen. Es kamen zahlreiche Gäste. Kochen wurde richtig gefeiert. Gerade die Rap-Szene, die das Kochen immer so verpönt hat, wo das immer nur so ein Frauenthema ist, selbst die Rapper waren sich nicht mehr zu fein dafür, die Zwiebeln zu schneiden. Wir haben richtig coole Folgen abgedreht. Was mir auch da wichtig war, ist es auch, weil man ja diese Artist so auch ein gewisses, ich sag mal, unterbewusst vielleicht für viele ein Vorbild ist, wie hart die sind, was für dicke Autos und. Was mir persönlich sehr, sehr wichtig bei Beef Kitchen, diese Leute von ihrer privaten Seite zu zeigen. Und ich denke, es ist mir gut gelungen. Das ganze Land fing an zu kochen. Jeder Rapper hat gekocht. Kochen ist das neue Feiern. Ja, sieht man überall in den Hashtags. Leute sprechen das aus. Es tat richtig gut, auch eure Stories zu sehen. Dieses gemeinsame Kochen. Wunderschön. Beef Kitchen war wie die Schweiz. Immer happy Content. Jeder konnte sich so von seiner privaten Seite zeigen, wie er gerne es möchte. Jeder bei uns oder jeder bei mir bekommt auch eine Plattform. So wie auch Arafat Abu Chaker. Wie es dazu gekommen ist, zu dieser Einladung. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video mit ihm gedreht habe, war eine mediale Hetze ihm gegenüber. Eine Stigmatisierung. Und ich fand es nicht korrekt und auch nicht fair. Ja, sowohl von den Medien als auch von der ganzen Gesellschaft, wie man den so stigmatisiert hat. Verteufelt, sag ich mal. Und ich weiß, in ihm steckt auch ein Mensch. Wie jeder andere auch. Und ich habe auch sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Und diese menschliche Seite wollte ich einfach nur zeigen. Von vornherein habe ich mir auch intensiv Gedanken gemacht mit dieser Folge, mit der Einladung. Ich weiß, es wird da sehr, sehr viel Gegenwind geben. Ich weiß aber auch, es wird mir aber auch sehr, sehr viel Klicks bringen. Aber diese Klicks sind wertlos. Jeder, der sich ein bisschen mit Social Media auskennt, weiß, dass das mehr Schaden wie Profit oder Nutzen bringen würde. Das war mir bewusst. Für meinen Freund, für meinen Bruder.
Leider ist dieser Dreh nicht ganz gelungen, weil ich habe es mir anders erhofft von meinem Gegenüber. Mein Team und ich habe auch zahlreiche Freunde, die Journalisten sind, Profis im Medienbereich, die mir dabei geholfen haben, dieses Video medienfreundlich oder gesellschaftsfreundlich zu schneiden, weil da so viel Müll rauskam. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt enttäuscht. Ich habe es aber hingenommen. Und ich glaube, wie bei ihm, wie bei jedem anderen in den Menschen, das Gute in den Menschen. Ich habe aber auch gemerkt, zu diesem Zeitpunkt, die Gesellschaft hat sich verändert. Wurde alles so gespaltener. Dir wird mit dem Finger auf den anderen gezeigt. Nur noch die, da, hier, da. Und aus diesem ganzen Happy Content, was bei mir auf dem Beast Kitchen Channel war, wo es mir darum ging, Menschen miteinander zu verbinden, ja, zu kochen, dass der Ehemann, der Ehefrau mal unter die Arme greift oder der Sohnemann, die Mutter und umgekehrt die Schwester helfen. Das ist uns auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich habe dieses Feedback wieder gespürt bekommen. Und so wie diese Mission, sag ich mal, für mich als erfüllt ging, habe ich mir gedacht, ey, komm, nimm dir das zum Thema, diese Spaltung in Angriff zu nehmen. Wer Beast Kitchen von vornherein schaut, weiß, unsere Philosophie ist es, einfach Brücken zu schlagen. Zwischen den Menschen, zwischen den verschiedenen Kulturen. Und diesen Schuh habe ich mir angezogen. Es ist eine Mammutaufgabe. Ich habe zwar nicht das Mammutwissen dafür, aber das Mammutherz und die Mammuteier. Ich habe mir die Arschbacken zusammengekniffen und habe mir das Format Charo trifft gemacht. Meine Intuition war einfach nur darin, die Menschen zu verbinden. Erste Folge, erster Gast war die militante Veganerin. Warum habe ich mir diese Dame ausgesucht? Ich konnte es nicht mehr ertragen, wenn ich hier saß und mir die Reels angeschaut habe, wie sie überwiegend jüngere und charakterschwächere Menschen ausgesucht hat und in aller Öffentlichkeit drangsaliert, die Wörter in den Mund gelegt und einfach ihren Content drauf gemacht. Ich habe dann abgedreht. Ich habe mir ganz klar meine Meinung gesagt. War nicht die beste, feinste Art. Ich muss euch aber auch dazu sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Und ihr dürft auch nicht vergessen, ich bin kein Akademiker. Ich komme nicht aus einer Bonzenfamilie. Ich saß vor kurzem noch im Knast. Was wollt ihr erwarten? Ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, da die passenden Worte zu finden. Ist mir nicht gelungen. Aber ich bin auch der Typ Mensch, der nicht gleich aufgibt. Und habe mir den nächsten Gast reingeholt. Den Nazi. Der Grund, warum ich diesen Nazi eingeladen habe, wir wissen ja immer mehr, Nazis werden immer mehr salonfähiger. Die sprechen auch mittlerweile Habibi und Mashallah. Und mir ging es darum, euch diese Nazis zu zeigen. Der Nazi sieht nicht mehr so aus, wie man es mir beigebracht hat. Bomberjacke, Springerstiefel, weiße Schnürsenkel. Nein, der sieht jetzt so aus wie du und ich. Und dieser Nazi hat ganz tipp und klar gesagt, Leute, die so wie ich sind, dieses Aussehen, die sollen sich verpissen. Und genau die Leute haben gesagt, ey, was ein Ehrenmann. Da habe ich mich echt gedacht, ey Leute, spinnt ihr? Der hat gerade gesagt, du sollst dich verpissen mit deinen Eltern, egal wer was hier für das Land geleistet hat. Und du sagst, ey, korrekt. Der ist mir sympathisch. Ja, da war ich sprachlos. So jetzt immer noch. Da stockt mir der Atem, ehrlich gesagt. Dann kommt das Video, womit alles auf den Kopf gestellt worden ist. Unser TikTok-Prediger. Ich habe den eingeladen, weil mir diese Spaltung vor allem in der muslimischen Community richtig auf den Keks ging. Wir haben Sunniten, wir haben Schiiten, wir haben Salafisten, wir haben Ahbash, wir haben Ahmadiyya, alles. Jetzt sage ich euch mal meine Worte, meine Intuition von diesem Video. Mein Nachbar hier gegenüber, der betet 5-mal am Tag. Mein Nachbar, der fastet an Ramadan. Mein Nachbar will die Hatsch machen. Mein Nachbar bezeugt, dass es nur einen Gott gibt und dass Mohammed sein letzter Gesandter ist, sallallahu alaihi wasallam. Mein Nachbar macht seine alljährliche Spende. Ob er Schiei, Ahmadiyya, Salafist ist, dies, das, komme ich nie im Leben auf die Idee, den zu fragen, was er ist. Für mich ist das ein Moslem. Alles andere liegt zwischen ihm und Gott. Man hat auch keinen TikTok-Prediger XY zu entscheiden, wer in Himmel und Hölle kommt. Das war die Intuition. Islamische Fragen kannst du nicht mit einem Short, mit einem TikTok, mit einem Reel beantworten. Man macht sich da die Sache sehr, sehr einfach. Man nimmt dumme, belanglose Fragen, um einfach Klicks zu generieren, wie zum Beispiel, ey, darf man in Schweinfurt leben? Wir lachen alle darüber. Aber unser TikTok-Prediger, der den Islam nach außen hin darstellen will, macht einfach Klicks darauf und vereinfacht das Ganze.
Auch da habe ich euch gesagt, Leute, solche Fragen, geht bitte in den Moscheen. Geht in den Moscheen, zollt diesen Hodjas, die da sind, den Respekt. Die Hodjas, die da sind, die verraten dir auch deren Name, die verraten dir auch deren Alter und die verraten dir auch, wo die wohnen, weil die nichts zu verheimlichen haben. Das war das besagte Video, was alles auf den Kopf gestellt ist. Ich hätte es auf jeden Fall besser machen können. Ich habe da auf jeden Fall Fehler gemacht. Der größte Fehler liegt einfach darin, dass ich meinen Standpunkt nicht richtig verdeutlicht habe. Es kam kein einziger Anruf von meinen Freunden oder Brüdern. Kein einziger Anruf, wie ich das denn meine, was ich mir dabei gedacht habe oder sonst dergleichen. Die haben sich alle das Video angeschaut. Die haben auch alle ihre Meinung dazu abgegeben. In der Öffentlichkeit. Einige haben mich davon als Ungläubiger abgestempelt. Manche haben gemutmaßt, ich würde Geld dafür bekommen von irgendwelchen Medien oder sonst irgendwas. Aber keiner kam auf die Idee, mich anzurufen. Das sind die Brüder. Deswegen gebe ich euch auch einen Tipp. Dieses Wort Bruder kann ich auch nicht mehr hören. Das habe ich auch schon auf Instagram gesagt. Meinen eigenen Bruder nenne ich nicht mal Bruder. Heutzutage, hör mal, der Dönermann, der Pizzabäcker ist Bruder geworden. Ein Shitstorm hat sich ergeben, hauptsächlich von meiner muslimischen Community, wo auch Religion eigentlich nie Hauptthema war, aber immer bei uns auf dem Channel eine Rolle gespielt hat. Muslimische Obdachlosenspeisung, Iftar mit der Community, die Ramadan-Vlogs, die Umrah. Und nach diesem Video haben mich meine Freunde, meine Brüder als Ungläubiger abgestempelt, als Kafir. Aber keiner kam auf die Idee, mich anzurufen und zu fragen, wie meintest du das? Was für Probleme noch dieses Video mit sich gezogen hat, das war jetzt nur das, was ihr gesehen habt. Die Klicks gingen runter, viele haben sich von uns distanziert und wirklich nicht mal eine Handvoll, also zwei, genau zwei Stück standen mir bei. Das ist das, was ihr gesehen habt, diesen Shitstorm, das Video. Daraufhin auf das Video sind ja auch einige Kurzvideos von mir aufgetaucht, wo ich sehr, sehr impulsiv war und sehr, sehr in Rage. Da sind ja auch bei vielen sehr viele Fragen aufgekommen. Man hat versucht, diese Brüder, hauptsächlich, sage ich mal jetzt auch Arafat, haben versucht dann nochmal so auf einer anderen Plattform mich so durch den Dreck zu ziehen, indem man so TikToker geholt hat, red mal so und so über den, mach mal so und so über den. Dieser Freund, dieser Bruder, für den ich zwei Jahre vorher öffentlich gekämpft habe. Was ihr nicht gesehen habt bei dem Video, die Morddrohung, Gewaltandrohung mir, meiner Mitarbeiter gegenüber. Ich werde mich nie fügen, nie beugen, nie nachgeben, nie. Und es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich hatte mir von Anfang an ein Ziel gesetzt, mir meinen kleinen Bauernhof zu holen, mein kleines Restaurant zu eröffnen und euch alle da zu empfangen. Ich habe mir nach zwei Jahren YouTube was aufgespart. Das, was ich mir jetzt gespart habe, habe ich jetzt das letzte Jahr meine Firma über Wasser halten können. Ich habe Kinder und meine Angestellte haben Kinder. Ich trage Verantwortung und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich nicht so einfach Leute rauskicke oder mir dicke Uhr hole oder ein schönes Auto. Nein, mir sind diese Sachen wichtig, dass meine Mitarbeiter ihr Lohn, ihr fairen, gerechten Lohn regelmäßig bekommen, damit die in Ruhe schlafen können und sich was aufbauen können, genauso wie bei mir. Was ihr noch nicht mitbekommen habt, so hinter den Kulissen, die Beast Kitchen Küche, auch da gibt es Verbindungen. Zu Arafat. Spulen wir da nochmal zurück. Wie bin ich zu dieser Küche gekommen? Ich habe angefangen mit Beast Kitchen. Die ersten Folgen, wenn Leute sich daran erinnern können, war das in eine andere Location. Meine Freunde aus Oerkenschwick vom Big Baba Burger haben das gesehen. Haben gesagt, ey, cooles Format. Kannst ja gerne hier dein Format abdrehen. Kein Problem. Komm, sehr gerne. Wir freuen uns. Ich kenne diese Person auch 15, 20 Jahre lang. Ich habe mich gefreut, sage ich euch offen und ehrlich, dass diese Leute mir dieses Angebot gemacht haben. Ich danke euch vom Herzen. Gesagt, getan. Ich habe da richtig coole Gäste geholt. Ich habe da richtig coole Veranstaltungen mit denen gemeinsam gemacht. Wo ich pushen und helfen konnte, egal ob Social Media oder hinter den Kulissen, Fotos, Videos, habe ich gemacht. Der Dank dafür war,
dass man nach 2 Jahren nicht mehr willkommen ist. Die hatten nicht mal den Mumm gehabt, das so richtig auszusprechen. Aber wo dieses Video, dieses Ereignis, dieser Salat passiert ist, haben die sich direkt damit hingestellt. Auch diese Leute haben es nicht für eingesehen, mich einmal anzurufen, zu fragen, ey, was da los? Nee. Die saßen direkt am nächsten Tag nach dem Video mit diesem Prediger und wollten auf einmal Hodja auf meinen Rücken machen. Dann bin ich dahin, da war noch ein Dreh offen. Dann sagt er dann zu mir, wir wollten gleich mit dir quatschen. Ich sage, ja, kein Problem, alles gut. Abgedreht, ja, komm, quatsch, ja, was ist los? Ja, gestern waren Leute hier wegen dem Video. Die haben nach dir gesucht, die wollten Stress machen. Wie? Okay, mein Freund Yasin. Warum hast du mich nicht angerufen? Ja, du weißt doch, wir wollen doch keinen Stress hier. Ey, du weißt, ich bin nicht der Typ, der irgendjemanden Stress macht oder Stress machen will. Auf gar keinen Fall. Erzähl mal. Ja, wir wollen ja hier keinen Stress machen. Habibi, alles gut, ich verstehe dich. Ich gehe. Ich wünsche dir, deiner Firma, deiner Familie alles Gute. Ich gehe. Salam alaikum. Ja, nur für eine kurze Zeit. Nein, ich suche mir was Neues. Ich gehe. Dass da auch Arafat seine Finger mit im Spiel hat, mit seinen Cousins, steht wie das Arm in der Kirche fest. Ist ja aber auch egal. Ich bin gegangen und dann kursieren diese Gerüchte in diese Unternehmerkreise. Wisst ihr, wenn ihr irgendwann mal, ihr seid jedem gegönnt, wenn er irgendwann seinen YouTube-Channel macht, dann hast du so bestimmte Basis, bestimmte Anlaufpunkte. Und da hörst du aus einer Ecke immer, ja, wir mussten uns trennen, weil wir umbauen. Nein, wir haben uns nicht getrennt, weil ihr umbaut. Wir haben uns getrennt, weil ihr euch einfach mich hintergangen habt. Ihr habt euch einfach an der falschen Seite positioniert. Ihr hattet nicht den Mumm gehabt, mich anzurufen, zu fragen. Ja, bis heute noch wäscht ihr immer noch eure Wäsche so dreckig. Von daher alles Gute euch. War eine schöne Zeit. Ich danke euch nochmal vom Herzen für alles. Und Assalamu alaikum. Mit euch habe ich schon lange abgeschlossen. Aber nur um das klarzustellen, für alle anderen Unternehmer, ich bin gegangen. Und ich bin gegangen, weil die mich hintergangen haben. Und so wie die mich verkauft haben, werden sie jeden anderen auch verkaufen. Mit all diesem Stress und all diesem Druck und diese Verantwortung, die auf meine Schultern lastet, ist noch so mein Privatleben da. Und auch da gab es Chaos und Salat. Und auch da wirklich, ich muss euch das erklären. Gute 3 Jahre war ich geschieden. Ich habe meine jetzige Frau kennengelernt vor über einem Jahr. Wir haben geheiratet, wir sind sehr, sehr glücklich. Und so wie wir glücklich sind, ist die Ex wiederum unglücklich. Das Schlimme ist nicht sie, sie und ihre Eltern. Und das Schlimmste, was man den Kindern antun kann, ist es, dem Vater vorenthalten. Mich hat das am Anfang sehr, sehr hart getroffen. Ist machtlos. Sie hört das jetzt gerade gerne, sie und ihre Eltern. Da habt ihr mich getroffen, alles schön und gut. Aber wenn ihr noch mehr damit trifft, sind die Kinder. Ich habe jetzt wirklich ein Jahr lang hart gekämpft und ich bin immer noch am Kämpfen. Mit Anwälten, dreckige Wäsche, wirklich dreckige Wäsche wird gewaschen von der eigenen Familie. Wisst ihr, wie hart das ist? In solchen Zeiten leben wir. In solchen Zeiten leben wir. Leute, die dich Freunde, Bruder nennen und Familie permanent. Warten darauf, dass du einen Fehler machst oder wie sie dich richtig kaputt machen und dir ein Messer im Rücken knallen. Das ganze Leben ist eine Prüfung. Alhamdulillah, Gott sei Dank. Und ich werde mich wirklich nie fügen, nie beugen. Zu diesen privaten Problemen, ich bin kein empathieloser Mensch. Es ist nochmal die aktuelle Situation auf unserer Welt. Es nimmt mich mit. Es nimmt mich wirklich mit. Ich gehe seit 2-3 Monate zweimal am Tag zum Sport, um diese Scheiße zu verarbeiten. Es nimmt mich einfach mit, diese aktuelle Situation, mit diesem letzten Jahr, was ich hinter mir habe. Diese Doppelmoral, diese offensichtliche Doppelmoral. Und dann wird das so hingenommen. Ich bin satt. Und Leute, die mich auch so in meinem privaten Umfeld so sind, die merken das auch an mir. Wenn die mir nur manchmal so eine Floskel erzählen, sage ich, laber mir nicht vor einem vom Pferd und gehe direkt die Decke hoch, weil ich es satt bin. Weil ich es einfach satt bin. Bei Bee's Kitchen, was für ein Druck auf mich herrscht, damit ihr das versteht, Leute. Ich habe mit Bee's Kitchen angefangen und ich bin aufs Ganze gegangen. Ich bin rausgekommen aus dem Knast. Ich habe einen Fulltime-Job gehabt bei eins der größten Fitnessstudio hier in Deutschland. Man hat mir sogar eine große Karriere in Aussicht gestellt, dass ich Studioleiter werden kann. Zudem hatte ich noch eine Selbstständigkeit. Eine unzufriedene Frau. Eine Frau zu Hause haben ist schon schlimm. Eine unzufriedene Frau zu haben ist noch viel, viel schlimmer. Und 2 wundervolle Kinder. Zu all dem habe ich gesagt, ich fange mit YouTube an. Und ich habe auch mit YouTube angefangen. Und ich habe da wirklich Schweiß und Blut reingesteckt. Ich bin hart arbeiten gegangen.
habe mein Geld über ein Jahr lang in YouTube reingebuttert, reingesteckt. Und ich habe noch keinen Plus gemacht. Unabhängig von dem Geld und der harten Arbeit, was ich da reingesteckt habe, wisst ihr, was mich das auch gekostet hat? Auch da Freunde. Freunde und Beziehungen. Ich habe da auch meinen Teil dazu beigetragen, weil ich keine Zeit mehr hatte für die Freundschaften. Wochenende mal in die Sauna oder mal ein Telefonat, wenn Nachricht kam. Ich schwöre es euch, Leute, ich hatte nicht mal Zeit gehabt, Nachrichten zu beantworten, weil ich fix und fertig war. Fulltime-Job, Selbstständigkeit, Familie plus YouTube. Über ein Jahr durchgezogen. Dann habe ich ein Jahr lang Früchte getragen. Alhamdulillah, ich habe da Gas gegeben, ich habe was aufgebaut. Ich habe so Licht am Horizont gesehen. Und dann dieses eine Video. Dieses eine Video von hunderte von Videos. Mittlerweile bin ich 40. Und Leute, die 25 Gramm schauen, die wissen, dass ich schon relativ jungen Jahren extremen Stress ausgesetzt war. Extremen Stress. Ich sag mal, seit meiner Jugend plagt mich so ein inneres Gefühl der Unsicherheit. Das letzte Jahr, vor allem das letzte Jahr, mir geht's nicht gut, Leute. Mir geht es nicht gut. Und ich sage euch offen und ehrlich, wenn ich meine Videos anschaue, vor allem jetzt so die letzten 3-4 Monate, ich habe keinen Bock selber auf meine eigenen Videos. Ich weiß selber, ich sehe da dicht aus. Aber denkt ihr im Ernst, ich habe da Bock da drauf. Leute, die mich kennen, die fragen sich, oh, ey, was macht der da? Das ist aber nicht hier, ich rauche meine runter, haha, ich bin high, ich mache den Rombilecki oder so auf Joint. Nein, Leute, da ist ein ernster Hintergrund. Mir geht's einfach nicht gut. Ich bin seit 3 Jahren in therapeutischer Behandlung. Das letzte Jahr ist meine Medikation gestiegen und ich muss meinen Therapeuten einmal im Monat mehr besuchen, weil es mir einfach nicht gut geht. Und für all die Leute, die darauf gewartet haben, das zu hören, so, mir geht's nicht gut. Ey, genau, ihr habt's geschafft, mir geht's nicht gut. Ihr habt's geschafft. Aber ich lasse mich nicht beugen, lasse mir mein Lächeln nicht rauben und blicke weiterhin in die Zukunft. Es ist nicht das erste Mal, dass ich die Scheiße mit einem Löffel fresse. Ist nicht das erste Mal. Es ist nicht das erste Mal. Ich habe schon oft solche harte Phasen im Leben gehabt. Diese ganzen Enttäuschungen über all den Monaten haben tiefe Spuren bei mir hinterlassen. So tiefe Spuren, dass ich noch misstrauischer geworden bin, dem Menschen gegenüber und mir 2 wundervolle Tiere angeschafft habe. Und die will ich euch gerne vorstellen. Mary, Baloo. Tai, Baba. Darf ich euch vorstellen? Das ist Mary Jane und Baloo. Meine beiden treuen Seelen. Und diese beiden, die tun mir gut, seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten, ey, die haben mir so Luft gegeben ein bisschen. Ne, mein Schatz? Sind gerade müde. Das war für euch. Diese ganzen Fragen, die jetzt so offen waren, immer unter den Kommentaren, warum kein Rapper, warum kommt kein Rapper, dies, das. An mir liegt's nicht, Leute. Jeder Künstler ist bei mir eingeladen. Aber haltet euch vor Augen, diese Szene ist hypegeil. Da, wo Hype ist, da ist die Szene. Und ich weiß, dass meine Army mehr wie Hype ist. Weil ich sehe das auch oft, wenn ich jetzt so durch Deutschland reise oder in die Restaurants gehe, dann sehe ich euch. Wie ihr mit euren Freunden sitzt, mit eurer Familie und da diesen Restaurantbesuch genießt. Und wir werden weitermachen. Wir haben zwar jetzt gerade nicht die meisten Klicks, aber das ist der echte und harte Kern. Der ist mir wertvoller. Der ist mir wertvoller wie so eine Hype-generierte Community. Und wir werden weiterhin arbeiten mit hochwertigen, qualitativen Content. Wenn ihr jetzt keine klassischen Biskitchen-Folgen seht, ey, ist so. Aber ich werde euch cooles Formate, coole Sachen abdrehen. Vielleicht auch mit einem neuen Style. Ihr könnt gespannt sein. Und für alle anderen, wer Bock hat zu kochen, schreibt mich an. Küche steht jederzeit auf. Ahla wa sahla, herzlich willkommen. Wir haben jetzt auch bald Ramadan. Ich habe mit niemandem böses Blut. Mit niemandem. In all dem Schlechten steckt immer irgendwo was Gutes. Genauso wie jetzt auch in dieser ganzen Scheiße hier, steckt da auch was Gutes. Es haben sich neue Möglichkeiten ergeben, wie ich mein Pastrami-Geschäft, mein Pastrami-Business durchziehe und durchstarte. Und auch daran werde ich weiterhin festhalten. Und ich hoffe da auch weiterhin auf eure Support und eure Unterstützung. Ja, packen wir es an.
Ich weiß jetzt, denke ich, wer jetzt alles so hinter mir steht und wer nicht. Wieder einmal wurde ich eines Besseren belehrt. So ist das Leben. Wir werden weiterhin durchziehen mit qualitativem Content, weiterhin Brücken schlagen, weiterhin die Philosophie vom Beast Kitchen führen. Wenn ich einen erreicht habe, dann habe ich alles richtig gemacht und ich denke, ich bin mir sicher, ich habe mehr wie einen erreicht und wir werden auch weiterhin am Ball bleiben. Und wenn ihr jetzt noch oder der eine oder andere jetzt noch gerade noch eine offene Frage hat, die für ihn nicht beantwortet ist, dann gerne jetzt auf Instagram vorbeischauen, da findet gerade eine Fragerunde statt. Ansonsten, Kochen ist das neue Feiern. Bis zum nächsten Mal.